Hallo ihr Lieben, so heute möchte ich mal wieder so ein allgemeines Video machen, so zum Thema Kolorieren und explizit Kolorieren mit Alkoholmarkern. Ich finde es so schade, das habe ich glaube ich in einem vorigen Video auch schon mal gesagt, wo es ums Kolorieren ging. Ich finde es so schade, weil ganz viele sagen, ich kann das nicht. Und das schränkt dann ja unheimlich ein, weil wenn man mit Stempeln oder wenn man mit Stempeln arbeitet, dann kommt man ums Kolorieren eigentlich fast nicht drum rum. Klar, man kann ein gemustertes Papier nehmen oder ja, vielleicht geht da mal der ein oder andere Stempel ohne Kolorieren, aber mit macht es einfach mehr Spaß. Und ich bin so der Ansicht, dass wenn man, also wenn man es mal versucht, erstmal gehört ein bisschen Übung dazu, ja, aber man muss jetzt kein Picasso sein, um das irgendwie hinzukriegen. Und ich zeige euch gleich mal mit den Alkoholmarkern, will ich da nochmal was zeigen. Und hier zeige ich euch jetzt mal eine Karte, die ich gestern gemacht habe. Und hier ist sogar kombiniert, der Hintergrund ist mit Aquarell. Also der Leuchtturm und das Segelboot und da unten ein bisschen Strand und Meer. Das ist nur monochrom mit Blau so ein bisschen gemacht. Gut, das würde ich sogar noch eingehen lassen, dass man manchmal, wenn man nur so ein paar Striche macht, da braucht man vielleicht fast mehr Übung dafür, wie wenn man beim Kolorieren mit Alkoholmarkern nach so einem bestimmten Prinzip geht und das ausmalt. Und vorne die Tierchen, die habe ich mit Alkoholmarkern gemacht. Und da habe ich halt die Grautöne, das ist ja nur mit mehr oder weniger Grautöne und dann das halt ein bisschen verblendet. Und da ist oft weniger mehr, weil diese weißen Stellen, die machen es halt auch lebendig. Also da muss man, glaube ich, irgendwie ein bisschen wissen, wann man aufhört. Mir gefällt die ganz gut und ich finde es da auch ganz gut, dass es kombiniert ist, weil die Alkoholmarker-kolorierten also Objekte, die stehen halt immer mehr im Vordergrund. Und das ist auch das, was mir so gut dran gefällt, dass das so was wahnsinnig Intensives hat. Hier zum Beispiel habe ich so eine Blätterzweig, das ist glaube ich Eukalyptus oder so, aber das sieht man halt, dass das halt, ja, es kommt halt unheimlich gut raus und das gefällt mir halt an den Alkoholmarkern. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich das mache und ich hoffe, es hilft euch weiter. Und das Problem bei den Alkoholmarkern ist ja auch, dass sie ziemliche Investitionen sind. Und da war ja das Gute, dass Action diese Twin Marker auf den Markt gebracht hat. Die hatte ich lange Zeit ehrlich gesagt auch. Jetzt habe ich so Kombination aus allem. Und zwar wollte ich erstmal zur Lagerung sagen, also die soll man ja eher waagerecht lagern. Ich habe jetzt auf dem Schreibtisch keinen Platz, um die da irgendwie unterzubringen. Und ich habe die halt in der Mappe drin und die sind immer waagerecht einigermaßen. Und habe jetzt aber angefangen, und das wollte ich euch mal zeigen, das ist so simpel, aber das ist echt, wie sagt man so schön, der Game Changer. Ich habe angefangen, die farblich zu sortieren und mit Gummi zusammen zu machen, weil in der Mappe war immer, wenn ich gezeichnet habe oder so, wenn ich gemalt habe damit, ging die Sucherei los. Und jetzt kann ich sagen, okay, die Blume, die soll in Gelb und Blau gemacht werden, dann suche ich mir halt das gelbe und das blaue Bündel raus. Und wenn ich dann noch mal gucken will, weil ich irgendwie noch einen Übergang oder so brauche, ja, dann kann ich ja noch mal bei den anderen gucken. Aber das hat mir echt viel gebracht, die so zu sortieren, und das funktioniert total gut. Genau. Und was ich habe, was ihr auch schon seht, ich habe ein ziemlich wildes Sammelsurium. Ich habe vereinzelt noch Twin Marker drin, das sind aber auf die ganze Menge vielleicht 4, 5 Stück. Und ich zeige euch mal, also ich habe halt da das ganze Dings voll. Ja, braucht man, das hilft euch jetzt auch nicht weiter. Genau. Aber ich habe so wilde Mischung. Erstens mal haben mir ganz gut gefallen diese Tree Blend von Spectrum Noir. Die sind bezahlbar und die bieten, das finde ich nämlich für Anfänger ganz gut, die haben halt gleich 3 Farbnuancen. Und ich finde immer fürs Blenden bei
Bei den Alkoholmarkern ist es toll, wenn man drei Töne hat. Einen dunklen, mittleren und einen hellen. Und der helle, der sollte richtig hell sein, weil da kann man dann einfach besser mit verblenden. Ich finde sowieso, dass man bei den Alkoholmarkern helle Nuancen, die sind ganz wichtig, weil man kann nachher zum Schluss, wenn auch was ein bisschen holprig ist oder so, immer noch mal mit dem Hellen über alles drüber gehen und das bringt dann oft das, wo sich dann alles verbindet. Und dann habe ich von Nuvo welche, die habe ich aber geschenkt gekriegt, weil meine Schwester, die auch ein großer Fan ist vom Kolorieren, die hat das Monatskit von denen und da sind ab und zu welche drin und die kriege ich immer. Das ist natürlich praktisch, aber ich konnte sie auch noch nicht überzeugen, dass sie sich dem Kolorieren, dass sie das richtig versucht. Aber auf jeden Fall habe ich die, die sind auch ganz gut, die mag ich aber von der Spitze her nicht so arg. Die haben halt hier nur die Filzstiftspitze und die ist auch nicht so weich. Und ich meine, mit der Spitze, das ist die hier, die mag, da komme ich eh nicht so gut klar. Also ich mag am liebsten die Filzstift- und die Pinselspitzen. Aber dann habe ich mal beim Kurs, habe ich mal wieder mit Copics gearbeitet und ich hatte nur zwei, drei und habe dann wieder gemerkt, boah, die Copics, die sind schon toll, aber sie sind natürlich auch teuer. Und dann habe ich mir einfach Copics dazu gekauft. Also ich habe bei den Blautönen einige und da kann man im Endeffekt, ist es so, dass wenn man sich pro Farbe drei Copics, wenn man da gute Nuance findet, in hell, mittel und dunkel, dann reicht es schon mal. Also ich habe zum Beispiel gesehen, was ich ganz gut fand, dass bei Create a Smile, die haben zum Beispiel so Copics, also das sind ja immer die Ciao, die habe ich auch zusammengestellt, die halt gut zusammenpassen. Und das sind immer drei oder vier Stück und dann kann man die sich schon gleich so als Gruppe kaufen. Also da könnt ihr mal gucken, das verlinke ich euch mal unten. Und von dem her habe ich da echt dieses wilde Sammelsurium, aber ich habe auch so qualitativ natürlich bei den Copics schon gemerkt, die haben einfach eine tolle Pinselspitze und ich zeige es euch da noch einmal. Und das ist ja die hier, das ist immer die Seite mit dem grauen Ring, da ist die Pinselspitze und das ist halt, ja, das ist schon toll, also muss man ehrlich sagen. Aber ich finde nicht, dass man sich für 500 Euro das ganze Zeug kaufen muss. Also es reicht auch, wenn man mal damit üben will, dass man zum Beispiel sich auch wirklich die von Action sich da mal ein paar Twin Marker her tut. Ich habe eine ganze Zeit lang auch mit Twin Markern das gemacht. Allerdings ist es halt so, dass man rein von der Sache her wahrscheinlich mit den Copics als Anfänger ein besseres Ergebnis hätte. Also das ist halt natürlich, gell? Aber um ein bisschen rumzuprobieren, kann man ruhig auch mit einer günstigen. Also, weil ich finde, das ist so eine Investition, da muss man sich das schon gut überlegen. Oder man macht wirklich mal bei irgendeinem. Ja, man kann sich vielleicht kann es mal irgendwo benutzen, dass man es mal ausprobiert. Oder man macht einen Kurs oder irgend sowas, gibt es ja auch manchmal. Also, genau. Und jetzt wollte ich euch mal zeigen, weil es da so schönes, einfaches, so eine einfache Form ist, wie ich das mache. Und das Problem ist halt auch, man sollte nicht zu kleine Motive nehmen. Also, ich finde, die kommen am besten zur Wirkung, wenn es auch ein bisschen Fläche gibt. Und gerade die Create a Smile, die, das, also die Christine, die macht das ja auch gern, die koloriert ja auch gern mit Alkoholmarkern. Und da sind halt auch viele Sachen, von denen kann man auch ganz gut kolorieren. Die Blumen sind zum Beispiel auch von denen. Aber ich habe jetzt zum Beispiel auch hier den kleinen Bus, das werde ich auch hinkriegen, das wird auch gehen. Aber sonst gehen halt auch so große Blumen und so, sowas eignet sich halt ganz gut. Und ich nehme mir immer dann das Papier, was dafür geeignet ist. Zweiter Punkt, ganz wichtig und was ich denke, was auch viele Anfänger falsch machen, man braucht ein spezielles Papier dafür. Man braucht ein ganz glattes und zwar entweder Markerpapier, das ist nicht ganz günstig, aber was
auch geht. Zum Beispiel ein ganz glatter Farbkarton, ein weißer. Also der von Stampin' Up, der ist auch ganz okay. Aber es gibt auch andere, manche kolorieren auf so einem glatten Cardstock, der mehr für Karteikarten ist. Also das habe ich noch nicht ausprobiert, aber auf jeden Fall muss es ein ganz glatter, dichter Cardstock sein, damit man da überhaupt das Ergebnis erzielt. Und das sind mal die Punkte, wo ich denke, wenn man das nicht hat oder das nicht nimmt, dann ist es echt kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Und ich glaube, dass bei 70% der Fälle es nicht ein tolles Ergebnis gibt, weil die Leute weil irgendwas vom Material her nicht stimmt, sage ich jetzt einfach mal so kühn. Und vielleicht noch, dass jemand vielleicht mal kurz drüber guckt und mal sagt, mach's doch so oder so. Genau, und jetzt machen wir mal diese kleine Blume. Und in Gelb, ihr seht, da bin ich nicht so gut sortiert. Witzigerweise bin ich auch in Rot ganz schlecht sortiert. Also das ist zum Beispiel auch das Positive dran, wenn man sich das so sortiert, weil man dann also mit diesen Gummis, was ja total simpel ist. Aber man sieht dann auch, wie die Farben verteilt sind. Wenn man mich vorher gefragt hätte, hätte ich gar nicht gewusst, dass ich so wenig Rot habe. Aber man kann natürlich bei den Rottönen, kann man natürlich auch mit denen hier noch ein bisschen kombinieren. Und es gibt dann auch einen ganz netten Effekt. Und dann hat man, da hat man zum Beispiel noch so ein Orange. Da kann man sich auch noch behelfen. Manchmal ist das so, wenn man nochmal mit so einer anderen Farbe reingeht, dann gibt es oft solche Effekte. Das gefällt mir hier bei dem Eukalyptus ganz gut. Da habe ich einfach als hellen Stift, habe ich dann nochmal so ein, mehr so einen Gelbton genommen. Und das gibt dann so einen Effekt. Genau. So, dann probieren wir mal den Mittelteil. Und zwar ist das also, das ist so ein Spectrum Noir und der hat eine dunkle Seite, also ist immer die Dark, die dunkle. Und ich fange immer an, also man muss jetzt nicht der Mega-Schattenspezialist sein, bin ich ehrlich gesagt auch nicht da. Aber ich überlege mir halt, dass ich sage, okay, jetzt machen wir links, machen wir zum Beispiel die dunkle Seite. Und dann muss ich halt gucken, dass alle Sachen links dunkler sind. Da kommt man schon mit weiter. Also das ist dann zwar nicht für alles perfekt, aber zumindest mal so als Anfang. Und ich fange immer mit dem dunkleren an. Es gibt auch viele, die sagen, okay, ich fange mit dem hellen an oder ich male alles in ganz hell aus oder so. Aber das finde ich jetzt, muss irgendwie nicht so sein. Ich finde, bei dem Stift ist das ganz gut abgestuft. Dunkel, mittel, hell. Von dem her kann man da mal die auf jeden Fall nehmen. Und zwar, ich sehe gerade, das ist eine andere Farbe, die ich vorher hatte. Gar nicht, habe ich den da sonst genommen. Naja, vielleicht wechsle ich da nochmal rüber. Das ist der Vorführeffekt. Hier gibt es nämlich nochmal was. Und zwar ist das Gold Yellow Blend. Ich glaube, die habe ich vorhin genommen. Die gefällt mir nämlich besser. Die andere ist nicht so dunkel. Ja, genau. Also dann haben wir hier nochmal was Dunkles, aber das ist ja nicht schlimm. Das passt ja auch ganz gut. Dann nehmen wir hier die Mitte. Und dann, also es ist so, das Dunkle, ich mache es immer gern so ein bisschen so in so Strichen. Und dann gehe ich halt, wenn der nächste Ton, wenn ich den nächsten Ton habe, gehe da halt wieder drüber. Und dann die größte Fläche mache ich aber mit dem ganz hellen. Und da male ich das erstens mal noch einmal voll aus. Und ich gehe halt auch über die andere Fläche drüber, so dass sich das verbindet. Und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Meistens mache ich im Nachhinein, gehe noch einmal über das Dunkle drüber. Und damit es da halt noch mal ein bisschen dunkler wird. Und dann gehe ich aber oft gleich mit dem ganz hellen drüber. Und das vor, also das, die Spectrum Noir, muss ich sagen, die verblendet sich halt wirklich auch gut. Und so finde ich das schon mal, für den Anfang ist doch schon mal eine gute Sache. Man kann sich dann halt immer überlegen, das machen ja viele und mir gefällt es eigentlich auch ganz gut, dass man
zum Beispiel sich noch mit so einem Jelly-Stift, also mit so einem Weiß, noch so einen Akzent halt macht. Das kann man noch machen. Das ist halt Geschmackssache. Aber was es natürlich auch gibt, also ich habe ja hier auch diese Gruppierung hier mit dem weißen Gelstift. Und ich habe auch einen Blender, also das ist so ein Nullerstift. Da kann man auch mit verblenden. Der hat praktisch gar keine Farbe. Und ich habe noch hier so ein, ah, das ist so ein Kalkweiß. Das ist aber eine Farbe, aber die kann man ab und zu auch nehmen. Also solche Sachen sind auf jeden Fall auch gut. Wie gesagt, helle Töne. Das ist was, was man ganz dringend braucht, weil man kann da auch mit einer Farbe drüber gehen, die vielleicht jetzt ein bisschen abweicht und kann damit verblenden. Also deswegen sind die halt auch so wichtig. Genau, und jetzt entscheiden wir uns für die Blätter, für eine Farbe. Und was nehmen wir denn da? Nehmen wir vielleicht mal hier was so von diesen Pink-Sachen. Oder hier hat es auch ein Rot. Ach, das Antique Pink. Das ist so ein bisschen so ein morbiderer Ton. Das fand ich eigentlich auch ganz schön. Weil was ich an den Alkoholmarkern nicht so mag, wenn es so quietschbunt ist. Aber ja, ich weiß nicht, das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen widersprüchlich. Aber wenn es so mal so gedeckte Töne, das gefällt mir auch gut. Und das ist zum Beispiel bei dem hier so. Das ist so ein Mauve-Ton oder so. Da mache ich bei den Blättern nur eine ganz kleine Linie. Breiter kann ich ja dann immer noch werden. Und mache da halt die linke Seite, so wie ich es gesagt habe. Und gehe da halt immer links runter. So, und dann gucken wir mal, wie der mittlere Ton ist. Also es gibt auch Farbverläufe bei den Spektrum Noir, die ich nicht so glücklich finde, beim Blau zum Beispiel. Gibt sowas, aber bei dem hier war das zum Beispiel so, und das ist relativ dunkel, und dann ist der hellste Ton bei dem Spektrum Noir, der ist dann so quietschig, und dann habe ich einfach einen ganz hellen Copics-Stift genommen und habe den dann halt dafür verwendet. Da finde ich jetzt zum Beispiel, ist nicht so ein wahnsinniger Unterschied. Und da gucken wir jetzt mal, wie der helle ist. Ja, das war wieder der dunkle. Das sollte man natürlich nicht machen. Da ist der helle. Ja. Ist mir fast auch zu wenig. Da kann man jetzt zum Beispiel überlegen, ob man sagt, man geht mit dem Nuller drüber, mit dem Weißen. Das wäre da zum Beispiel eine Option, dass man hier. Also entweder den leicht gelblicheren, das könnte man machen, oder wir probieren jetzt aber mal den Nuller aus. Das ist nämlich auch eine Möglichkeit. Da kommt einfach ein bisschen mehr Leben rein. So. Oder man könnte einen Rosa nehmen oder so. Also da braucht man gar nicht so Angst haben. Weil ich finde, wenn man damit, finde ich jetzt viel besser, wenn man damit malt, man muss mal ausprobieren, weil die Alkoholmarker ja ganz anders funktionieren wie normale Stifte oder wie Aquarell. Es ist im Endeffekt so, man löst halt immer wieder die Farbe an und schiebt die auf dem Papier. Und deswegen muss das Papier halt auch dementsprechend glatt sein, damit die Farbe sich überhaupt anlöst. Aber das finde ich da jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, dass man da einfach mit dem weißen Stift drüber geht. Was auch eine Möglichkeit gewesen wäre, dass man ein ganz, ganz helles Rosa nimmt und dann drüber geht. Also von dem her, das finde ich da jetzt eigentlich so eine ganz gute Sache. Und hier jetzt können wir nochmal ausprobieren, dass wir nochmal das Gelb machen. Und dann würde ich mal versuchen, wenn man halt so was Helles oder Weiß machen will. Ich glaube, jetzt muss ich gerade mal gucken.
Ich mache jetzt mal das Gelb mit einem anderen, also mit unterschiedlichen Stiften. Das kann man ja auch. Dann nehmen wir mal einfach das mittlere Gelb und wir nehmen die helleren Gelb dazu. Was man da auch machen kann, dass man sich so ein Farbmuster malt, weil ja oft die Farbtöne anders aussehen, als sie so am Stift den Anschein haben. Aber ich habe ich habe so Farbflächen mir gemalt, aber das geht jetzt auch so. Das wäre zum Beispiel ziemlich knallig. Jetzt haben wir hier so einen ganz hellen Gelbton. Und dann sieht man halt auch, obwohl das Gelb jetzt nicht so toll dazu passt, wenn man das so anlöst, dann kriegt man das schon hin, dass das sich miteinander verblendet. Und was auch ist, man muss manchmal ein bisschen abwarten. Das kriegt oft noch, das verändert sich, wenn das trocknet, wirklich noch erstens mal verblendet, dass es mehr ineinander geht. Und wenn es wegtrocknet, wird es vielleicht noch mal ein bisschen heller, von der Farbigkeit ein bisschen anders und wie gesagt homogener, also dass es noch ein bisschen mehr zusammengeht. Wenn ich jetzt das wie so eine Margerite machen will, dass das mehr aussieht wie ein weißes Blatt, will ich es halt meistens ja nicht weiß lassen, sondern ich gehe mit ein bisschen Grau noch dagegen. Das ist zum Beispiel auch bei den Vögeln auf der Karte war das ja auch so ein bisschen das Problem, dass es da ja nicht um Farbe geht, sondern um Grautöne oder vielleicht sogar Weißtöne, die man so ein bisschen schattieren will. Und da braucht man eigentlich nicht viel, außer wirklich ein helles Grau. Wie man sieht, bin ich da auch nicht so gut sortiert. Aber ich würde es jetzt einfach so machen, ein helles Grau, und würde mir hier so ein bisschen so diese dunkle Seite so anschattieren, wo ich denke, da wäre der dunkle Stift oder da wäre der Schatten. So, das funktioniert schon ganz gut. Und dann gehe ich einfach mit dem hellen, oder wir probieren es mal mit dem hier, mit diesem, ja, der hat fast so ein bisschen was wie so ein ganz helles Aprikot. Das kann man natürlich machen, aber ich nehme doch den weißen. Dann würde ich den Blenderstift nehmen. Und dann blendet man sich das einfach ein bisschen rein. Und wobei mir das sogar schon ganz gut gefällt, wenn man nur das Grau nimmt. Das habe ich schon gemacht, wenn ich manchmal so Schneemänner koloriert habe. Dann geht es im Endeffekt so, dass man einfach nur sich so einen grauen Schatten auf die eine Seite macht. Und ich finde, das reicht schon. So. Und so ist dann, wenn man halt was Weißes will. Ja, jetzt überlege ich gerade, ob ihr euch noch was zeigen wollt. Ja, das war mal soweit alles. Also wie gesagt, guckt, dass ihr mal das ausprobieren könnt. Auch mal vielleicht die unterschiedlichen Qualitäten. Kauft euch nicht gleich die für 500 Euro. Weil das, wenn man dann merkt, es liegt einem doch nicht, dann ist es halt echt ärgerlich. Und was ich euch auch empfehlen kann, weil es einfach bezahlbar ist, dass diese Spektrum Noir, diese Tree Blend, die sind ganz gut also für den Anfang, weil die halt gleich drei Nuancen haben. Genau. Vielleicht hat euch das weitergeholfen und bis zum nächsten Mal.